Zum Schluss will ich noch mal kurz durchs Labor gehen. Am Anfang hatten wir schon mal eine Laborführung. Jetzt soll es noch mal ein bisschen konkreter werden und vor allem kennen wir jetzt die ganzen Sachen deutlich besser als davor. Zu Anfang tun wir mal mit der Field Emission Gun. Das ist das Ding hier oben. Also das ist die Hochspannung, das Hochspannungskabel, das reingeht. Und natürlich sitzt das Filament dann irgendwo ungefähr hier. Ist dann hier an die Hochspannung angeschlossen. Und hier unten ist die Anode, wo dann die Elektronen beschleunigt werden und die Säule hier runterrauschen. Wenn wir vor der Mikrosonde stehen, dort wo die Probe eingefahren wird, dann sehen wir hier verschiedene Detektoren oder Apparaturen, besser gesagt. Deshalb auch Peripherie und nicht nur Detektoren. Zum Beispiel gehört zur Peripherie hier so eine Aperturblende, die können wir einstellen. Das ist einfach nur, die Aperturblende ist einfach nur so eine kleine Blende, die einfach größer oder kleiner sein kann. Das heißt, kommen mal weniger und mal mehr Elektronen durch und dadurch wird das Bild ein bisschen schärfer oder unschärfer. Der Detektor hier ist der CL-Detektor, also Kathodolumineszenz. Der Detektor hier drüben ist das EDX oder EDS. Früher musste es immer gekühlt werden, heute ist es nicht mehr nötig. Heute hat man einfach nur so ein Peltier-Element, das das Ganze kühlt. Macht es natürlich sehr viel praktischer und einfacher. Das hier vorne ist das lichtoptische Mikroskop, mit dem wir uns die Probe anschauen können, beziehungsweise mit der wir sie fokussieren können, damit sie auch dann, wenn sie im Fokus ist, steht sie halt genau auf dem Rowlandkreis drauf. Weil wenn sie ein bisschen zu hoch oder zu niedrig ist, dann wäre sie nicht mehr auf dem Rowlandkreis. Deshalb müssen wir sie fokussieren, sehr wichtig. Und dann sind hier die Spektrometer, das hier sind die Stellmotoren von den Spektrometern. Ja, die Spektrometer selbst sind da drin, das gucken wir uns später an. Und wenn wir uns mal so einen Stellmotor hier angucken, das sieht auch relativ unspektakulär aus, als wenn der abgebaut ist, dann ist hier einfach nur so ein kleines Zahnrad, das zur Welle führt und die Welle führt dann senkrecht hier in das Spektrometer rein und entlang und fährt dann das Spektrometer entlang dieser Millimeter-Markierung hier. Wenn wir dann von hinten Spektrometer reinschauen, dann sehen wir hier diesen Stab, der hier drin ist. Das ist so ein Stab, der ist normalerweise nicht drin. Den macht man rein, also nur von sehr eingewiesenen Personen dürfen das überhaupt machen, um hier dieses Ding hier hoch und runter zu fahren. Das ist so ein kleiner Spalt, der im Detektor, das Ganze hier ist der Detektor, und von vorne, also uns kommen die Röntgenstrahlen praktisch entgegen und der Spalt öffnet noch mal den Detektor so ein bisschen. Das braucht man für leichte Elemente, muss der Spalt ein bisschen weiter geöffnet werden, zum Beispiel. Und das hier sind dann die Kristalle und das fährt jetzt hier dann hoch und runter, die Kristalle in diesem Detektor oder im Spektrometer. Dann ist das hier ist der SE-Detektor. Der SE-Detektor ist natürlich drin, aber das ist die Peripherie dazu, die Elektronik und so weiter. Hier unten gibt es noch was, das nennt sich AirJet. Also das hier ist SE-Detektor, SE. Das hier unten ist der AirJet. Weil auf der Probe können sich so Kohlenwasserstoffablagerungen bilden. Also irgendwelche CH-Kohlenwasserstoffablagerungen. Und um das zu verhindern, also durch die Bedampfung, die Elektronen draufschießen, passiert es. Und um das zu verhindern, kann man so ein ganz klein bisschen Luft aus so einem dünnen Kapillar über die Probe pusten, wenn das hier die Probe ist, und das hier ist der AirJet-Auslass, kann man so ein bisschen Luft drüber pusten und dadurch wird es verhindert. Gleichzeitig damit hat man noch eine Kühlfalle, um diese Kohlenwasserstoffe an die Kühlfalle ranzubinden. Das ist dieses Duvar hier, das Flüssigstickstoff, das muss man dann noch einfahren. Der Flüssigstickstoff geht dann hier auf so eine Kühlfalle, die hier drin ist, und dann werden diese Kohlenwasserstoffe auch noch mit abgefangen. Das braucht man gerade auch für leichte Elemente oder sowas. Es ist schlecht, wenn die sich bilden, weil dann nicht mehr genug, weil dann die Anzahl der Elektronen nicht mehr stimmt, die draufkommen und es dann halt zur Verfälschung kommt gegenüber einer idealen Messung. Das Raumklima wird überwacht, dass wir die ganze Zeit sehen, was die Temperatur ist, was der Druck ist. Das wird alles gelockt auf dem Offline-Computer und so können wir sehen, falls eine Messung irgendwie komisch aussieht, können wir da reingucken in das Log und sehen, ob vielleicht eine Temperaturschwankung war oder so. Hier ist so ein V1-Ventil, das macht oben die Field Emission Gun zu. Die muss immer zu sein, zum Beispiel beim Probenwechsel, die ist extrem vakuumsensitiv und kostet glaube ich 15.000 Euro und die wollen wir natürlich nicht schrotten. Hinten sind die Ion Getter Pumps, die auch für das Hochvakuum eben, hier oben ist Field Emission Gun, für das Hochvakuum beim Field Emission Gun sorgen.
Die sind nachgeschaltet in anderen Turbopumpen. Dann haben wir zwei Steuerpulte. Damit fahren wir die Probe selbst, also die Probenbühne fahren wir damit. Und hier haben wir so gewisse Steuerelemente, die wir sehr häufig brauchen. Die Vergrößerung natürlich brauchen wir sehr häufig. Und hier gibt es so eine Einstellung für den Kontrast, die Helligkeit. Hier unten auch nochmal, das sind Stigmaturen, Fokus, Probenstrom, der Faraday Cup und so weiter. Dann können wir auch, oder jetzt schauen wir uns mal das Shuttle an hier. Das ist das Shuttle, also das Ding hier ist das Shuttle. Das Teil hier, das ist eine Probe, einen speziellen Probenhalter. Und das Ganze sitzt jetzt auf dem Probentisch drauf. Ja, also hier unten, das ist der Probentisch und das hier sind die Gewindestangen, mit denen der Probentisch in die X-Richtung gefahren wird. Und dann gibt es noch eine, die sieht man hier nicht, in die Y-Richtung. Also das hier ist die Schleuse, das ist normalerweise, sitzt das hier vorne drauf. Das sehen wir nicht. Also hier drin sitzt die Schleusentüre. Jetzt gucken wir hinter die Schleusentüre. Und hier drauf sitzt der Standardhalter, der ist gerade ausgebaut, weil wir den noch nicht gewechselt haben. Aber der sitzt immer hier drauf, zeige ich später nochmal. Und hier können wir halt in die Probe selbst, in die Kammer selbst reinschauen. Jetzt sehen wir hier den Standardhalter, der ist immer fest eingebaut. Das ist der hier vorne. Also das hier ist wieder im geöffneten Zustand. Also hier unten ist der, hier unten ist der Probentisch. Das ist wieder hier das Gewinde für die X-Achse. Und hier sehen wir auch die Führungsstange, mit der wir das Ganze reingeschoben haben. Ist jetzt schon im reingeschobenen Zustand. Also das hier, dieser Probenhalter, der sitzt jetzt hier an den Standards dran. Das ist ja normalerweise nicht der Fall. Erst wenn wir es reinschieben, ist das tatsächlich der Fall. Und hier ist dann das Ding, mit dem die Probe, das Shuttle rein und raus gezogen wird, ist auch schon wieder hinter der, also hier geht es in die Probenkammer rein, in die Wechselkammer rein. Und das können wir uns auch mal auf einem Video anschauen, wie das funktioniert. Dazu schauen wir besonders auf das hier unten. Und jetzt sehen wir gleich, dass es einmal rausgezogen wird. Also jetzt wäre das Shuttle drin, die Probe drin. Jetzt sehen wir so schön die Probe. Ich werde auch mal rein und drehen und dann raus, dass man sieht, wie sie es löst. Und jetzt wird es nochmal reingefahren. Dann sehen wir auch, wie sich dann gleich das löst. Ganz unten, dann wird gedreht und dann wird es rausgezogen, die Stange. Und dann sitzt dieses Shuttle mit der Probe, die jetzt nicht dabei ist, auf dem Probenhalter drauf. Dann sieht man mal, was beim Probenwechsel in der Sonne dann tatsächlich passiert. Dann können wir noch in die Probenkammer selbst reingucken. Also jetzt werfen wir mal einen Blick hier rein. Und dann sehen wir hier oben den BSE-Detektor. Das hier ist der BSE-Detektor. Das hier hinten ist der SE-Detektor. Und hier geht es rein in die Spektrometer. Hier ist nochmal von unten geguckt. Das hier ist der BSE-Detektor, dieser Ringdetektor hier, SE-Detektor. Und jetzt gucken wir nach unten. Und das hier ist das Absaugrohr für die, also hier wird, da sitzen die Pumpen dran und hier wird dann das Vakuum erzeugt, in dem hier alles, die ganze Luft natürlich abgesaugt wird. Und das war's dann für die Veranstaltung. Nochmal die Mikrosonde zum Abschluss. Das Raster ist im Grunde genommen alles ähnlich, deshalb habe ich es nicht nochmal extra gemacht. Und damit verabschiede ich mich praktisch, zumindest aus diesen Videos. Wünsche viel Erfolg bei der Klausur. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschalten.